Und in diesem Sinne, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Und Chaos ist tatsächlich Motto des Tages bei mir. Denn was soll ich sagen, Castaway ist ein Spiel, was heute am 16.8. released ist und es passt einfach perfekt zu dem, was heute in meinem ganzen Leben vor sich geht. Aber wer denkt bei Castaway nicht auch an Tom Hanks? Gestrandet auf einer einsamen Insel? Gestrandet scheinen wir auch zu sein, aus einem Schiff, nämlich einem Raumschiff heraus. Gestrandet war ich auch die letzten Stunden, nicht aus dem Schiff heraus, aber aus der Existenz des Internets mit einem mehrstündigen Stromausfall. Vor 4 Stunden wollte ich eigentlich anfangen aufzunehmen. Tja, 4 Stunden später sitze ich dann doch hier und schaue mit euch dieses neu releasing Pixel Game an. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch dabei viel, viel Spaß. In diesem Sinne, let's play und lasst uns zusammen stranden. Im Übrigen, wer vielleicht neu gestrandet ist, auch auf diesem... Ach, was für ein Wortwitz. Ja, es ist ab und zu der Kanal der schlechten Wortwitze. Bleibt doch sehr gerne. Ich würde mich freuen. So, also wir spielen den Bums jetzt. Die Insel normal. Speedrun, der Turm. Fangen wir mal nochmal an. Oh mein Gott. Und es erinnert mich sofort an die Insel Kukulint. Zelda? Es ist so extrem verpixelt im Großbildschirm, dass ich tatsächlich das gar nicht so richtig sehe. Es ist mir fast ein wenig zu verpixelt. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Kann ich das noch einstellen, dass es nicht ganz so pixelig ist? Ich liebe ja Pixel. Es steckt ja ein wenig in meinem Namen, aber... Also, wir haben hier eine Schraube. Anderes Zeugs. Also die Überreste vermutlich von unserem Raumschiff. Wir haben auch 3 typische Herzen. Hier ist ein Steg und ein Hund. Und sehr seltsame Dinosaurier auf dieser Insel. Bitte fressen meinen Hund nicht. Ah, okay. Die Dinosaurier entführen meine Waffen, die ich jetzt finden muss. Richtig. Und mein Hund. Okay, beim Hund hört alles auf. Das sage ich euch. Also. Okay, alles klar. Also, ich habe mein Schwert. Perfekt. Fehlt ja nur noch ein Schild. Also, ich kann auch ins Wasser fallen. Richtig gut. Gibt gleich ein Viertelherz weniger. Ich kann die ganzen Sachen hier nicht einsammeln. Das ist so ein bisschen schade. Ist ja nämlich einfach ein Insel-Kukulint von Zelda. Aber ich kann nichts einsammeln, ne? Pass auf, dann lass uns erstmal hier laufen. Können wir den umbringen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, wir haben nur noch ein Viertelherz. Also merken wir uns vielleicht nicht gleich an die rechte Seite laufen. Okay, es speichert automatisch und füllt dann die Herzen wieder auf. Dann laufen wir, glaube ich, erstmal nach oben. Ja, ich muss ein bisschen gucken. Meine Technik hat es natürlich auch so ein bisschen zerlegt in dem Moment, als plötzlich der Stromausfall kam. Es hat alles quasi plötzlich dahin gerafft. Hier ist eine Biene. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen arg pixelig. Zumindest im Großbildschirm. Könnte von mir aus auch ein bisschen weniger sein. Aber gut, wir wollen nicht meckern. Ich denke mal, es werden irgendwelche Spinnen sein. Es gibt mir tatsächlich so ein bisschen Zelda-Vibes. Was ja nichts Schlechtes ist. Okay, das scheint der erste Dungeon zu sein. Ach, Schalter, lieben wir. Kann ich damit irgendwas tun? Nein. Vielleicht erst später. Also wir haben den Schalter aktiviert. Ah, ich kann es schieben. Und vielleicht auch ziehen. Oder auch nicht. Aber sieht ja so ein bisschen aus, als könnte man es ziehen. Wir können nichts einsammeln, ne? Okay, müssen wir mal gucken. Das scheint auf jeden Fall irgendwie noch ein Schieberätsel mit am Start zu sein. Dinge, die wir lieben. Weil vielleicht... Achso, wir haben ja hier unten einen Weg auf jeden Fall, wo wir ran können. Da brauchen wir einen Schlüssel oben. Gut, dann laufen wir mal nach unten. Das sieht nach einem versperrten Weg aus.
Okay, hier müssen wir schnell sein. Ach, schnell sein, aber nicht so schnell. Wow. Da ist eine Kiste. Die schwarzen sind vielleicht ein bisschen schwieriger. Vielleicht brauchen wir aber auch... Wow, ein Steak zum Beispiel. Das, was in der Kiste ist. Ach nee, da brauche ich, glaube ich, auch einen Schlüssel für. Oh, süß, kleine Babys. Brauche ich da jetzt einen Schlüssel für? Okay. Was ist das für ein Herz? Keine Ahnung. Ah, wir sehen ja sogar den Schlüssel auf der Map. Das sehe ich jetzt erst. Auf jeden Fall sehr süß gemacht. So, okay, diese Büsche oder was das auch immer darstellen soll, spawnen auf jeden Fall neu. Auch das verschiebt sich fleißig wieder. Natürlich ärgerlich, wenn das alles dann komplett neu... ich kann es nicht weiter verschieben. Oh, habe ich es mir jetzt verschoben? Ah, warum kann ich es nicht... Ah, Mist. Warte mal. Aber wenn das neu spawnt, dann können wir ja von hier wieder kommen. Das ist ja kein Problem. Zack. So. Aber wir bekommen jetzt auch nichts irgendwie, kein Geld oder sowas, wenn wir die Gegner zerstören, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oh, Bossfight? Möglich. Snake-Vibes. Also wir müssen jeden Kopf einmal treffen und dann irgendwo die Stelle, die rot ist und das Ganze wahrscheinlich die magischen dreimal, die es in solchen Spielen ja gibt. Oh, jetzt wird es schneller. Okay, Kopf Nummer 1. Wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass wir nicht in die Zungen reingeraten. Gut, dann sind es die magischen 4. Oh, das bleibt Fleisch von einer Schlange übrig. Und ich kriege eine Spitzhacke. Es könnte eine Spitzhacke sein. Es ist eine Spitzhacke. Es könnte nicht nur, es ist. Und mit dieser Spitzhacke, die, wo auch immer belegt ist, hier. Ah, können wir jetzt endlich Steine zerkloppen. Natürlich. Ah, dann sind das Rubine. Die wir auch trotzdem nicht mit der Spitzhacke abschlagen können. Warum nicht? Was ist das für ein Mobbing? Menschenskinder. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Hm, kleiner Dungeon. Ich habe fast die Vermutung, dass es vielleicht ein kurzes Spiel sein könnte. Und so kommen wir jetzt auch hier wieder zurück zum Eingang. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal nach oben laufen. Oder wir können das Ganze auf verschiedenen Reihenfolgen spielen. Das weiß ich natürlich nicht. Wo ist denn der Hund? Oder kriegen wir den Hund erst als letztes befreit? Ach so, das ist der Weg unten. Hm. Und so wie es aussieht, sind die drei Herzen auch fix. Da werden wir definitiv nichts mehr dazu bekommen. Okay, von dem... Ah, guck mal! So wird ein Schuh draus, Freunde. So wird ein Schuh draus. Aber das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich hier... Ah, aber hier oben. Okay, alles klar. Also die sind halt wirklich nur zum Verschieben gedacht, ne? Ja, Schieberätsel, ne? Ich hab's schon wieder so blöd. Ich kann's auch nicht ziehen, ne? Das ist schon wieder so auswegslos. Ich kann auch nur ein einziges Mal schieben jeweils. Ach Mist, hatten wir das nicht bei Horst, der ultimatives Rollenspiel? Hm. Kann ich da rein? Okay, pass auf, dann müssen wir das neu laden. Also, wenn ich das jetzt hier weghaue, komme ich ja an nichts ran. Ich könnte den hier und den... Dann könnte ich... Nee, kann ich nicht. Das ist ja echt ärgerlich mit dem Wegschieben hier. Hä? Warum schnalle ich das gerade nicht? Thank you.
Schieberätsel lieben wir und hassen wir. Aber ich kann auch nicht ziehen, oder? Habe ich noch andere Tasten irgendwie? Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde ich auch ziehen können. Das wäre jetzt eine Eigenschaft, die ich brauchen würde. Hä? Warum kriege ich denn das jetzt hier nicht hin, verdammte Axt? Aber dann ist die Frage... Das kann ich auch nicht schieben. Das kann ich auch nicht schieben. Das auch nicht. Das heißt, ich habe nur den. Ich meine, dann könnte ich den schieben. Aber dann war es es schon wieder. Hä? Oh. Habe ich gesagt, dass es bei mir 30 Grad sind und dass es für sowas zu warm ist? Aber warte mal. Warte, ich kann doch den... Warum kann ich den nicht schieben? Hä? Also, oder ich muss von oben kommen. Von oben oder oben ist die Frage. Wenn ich von hier komme, kann ich den nicht schieben, den nicht schieben. Wenn ich den schiebe, kann ich gar nichts schieben. Den da hinten kann ich nicht schieben. Warum kann ich den denn nicht in die Richtung schieben? Das ist doch auch bescheuert. Hä, was ist denn das für ein dämliches Schieberätsel? Ey, ich scheitere jetzt schon wieder an diesen scheiß Schieberätseln. Entwickler, lass diese Kackspiele mit irgendwelchen Schieberätseln. Boah. Davon habe ich ja echt schon die Fresse voll, ne? Mein Gott. Ich weiß, ihr habt's gemacht und ich weiß, ihr seht das immer als ganz einfach, weil ihr die Lösung kennt, aber ja, ich mag das nicht mehr. Immer wieder irgendwelche Schiebesachen. Ah, natürlich, den kann ich doch noch wegschieben. Den kann ich doch noch wegschieben. Es gibt doch noch ein Herz. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Und jetzt? Ah, war das nur, um Herz zu bekommen? Oh, dann war es echt eine Challenge. Oh, dann hatten wir aber in dem Dungeon noch eins, ne? Glaube ich. Aber ich kann wirklich nichts anders mehr schieben. Den kriege ich auch nicht zurück. Den kriege ich nicht nach da. Den auch nicht nach da. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde ich hier jetzt nach oben kommen. Würde ich nach oben kommen? Frage für einen Freund. Glaube nicht. Aber wie kommen wir denn dann über die Insel? Warte. Also ich habe auf jeden Fall ein Herz mehr, was schon mal geil ist. Kann ich hier runterspringen? Nee. Weil da ist ja auch noch so ein Herzteil. Also diese Steine sind Herzteile. Das ist geil. Merken die uns? Ich laufe nochmal auf den Steg hier rauf. Aber ich kann ja nicht über irgendwelche Inseln springen. Weil sonst fällt er ins Wasser. Okay, pass auf. Dann zieht es uns jetzt nochmal hier in die Ecke. Ah, guck mal. Wenn ich das mit der Spitzhacke wegmache, kriege ich was zu essen. Pass auf, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Ich gehe hier nochmal rein. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Ich laufe das jetzt nochmal ab. Geil. Gib mir dein Essen. Einfach alles mit der Spitzhacke erledigen, Freunde. Die Spitzhacke regelt. Oder auch nicht. Aber was habe ich denn hier? Das sieht doch auch so ein bisschen aus, als wäre hier irgendwas im Weg. Ah, warte mal, war hier nicht auch ein Herzteil in der Ecke? Und ich nehme auch zurück, dass die Leiste sich nicht... Ja, hier, gucke, da habe ich doch richtig noch in Erinnerung. Hier war auch eins. Ja, komm, erledigen wir mit der Spitzhacke. Alles weghacken. Siehst du, hier! Haha! Mega, jedes Herz hilft.
Hat auf jeden Fall einen sehr, sehr entspannten Move, wenn es kein Schieberätsel gibt. So, halt nur gucken, wie geht's jetzt weiter? Wo und wie geht's hier weiter? Aber siehst du, ne? Mit Spitzhacke kriegen wir definitiv mehr, gefühlt mehr Essen hier raus. Aus den Sachen. Aber ich kann hier nicht... Nee. Ah, so, okay. Guck mal, den Weg zurück kann ich tatsächlich so gar nicht. Weil... ich müsste das hier ziehen und das kriege ich nicht geschoben. Hä, aber da habe ich keine Ahnung, wo wir lang sollen. Gut, dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Aber wir haben ja zumindest schon mal das Herzteil gefunden. Gut. Dann gehen wir hier mal nach oben. Ah, guck mal, da oben ist noch ein Weg. Da oben. Ja, ich hab's gesehen. Und ich gehe jetzt trotzdem mal nach... Ach so. Ah ja, okay. Dann war die Ecke wirklich nur, um das Herzteil zu bekommen, glaube ich. Geil, wie es die richtig wegschleudert damit. Ein Hoch auf die Spitzhacke. Hier haben wir nämlich Steine. Und hier geht es weiter. Ich wäre froh, dass die Bienen uns nichts tun. Alles klärchen. Dann nehmen wir doch gleich den Weg, den wir nicht nehmen können. Essen noch ein Steak. Komme ich hier hoch? Auch nicht. Ich komme wahrscheinlich da oben nur runter. Hä? Also diese Blöcke, die man nicht verschieben kann, verstehe ich tatsächlich nicht, warum sie da platziert sind. Aber vielleicht haben sie ja irgendwie noch eine Funktion. So, pass auf, ich laufe jetzt mal ganz nach hinten. Weil da unten ist ja zum Beispiel auch noch was. Gucken wir mal. Oh, der blaue sieht fies aus. Der blaue sieht echt eklig aus. Der blaue sieht richtig eklig aus. Aber den kriegen wir. Es hat zwar nur gefühlt sehr, sehr viele Herzen gekostet. So, die Teile müssen wir jetzt auch verschieben. Ah, ich brauche langsam was zu essen, sonst würde es jetzt gleich eklig. Kann ich auch nicht verschieben, aber kann ich hier noch in die Ecke laufen? Ja, könnte ich. Ah, nein, jetzt ist der respawned. Lauf nach unten, lauf nach unten, lauf nach unten. War ich hier nicht gerade schon? Das ist der zweite Aufgang, ne? Ach, so ein Dreck. Essen? Essen. Warte, wir weichen jetzt mal ein bisschen aus. Lassen ihn schießen, weichen aus. Mal ein bisschen hier jetzt. Ein bisschen mehr mit Können. Okay, komme ich hier nach unten? Hä? Dann ist ja die Frage, wie komme ich da nach oben? An und für sich ja gar nicht so schlecht, wenn die respawnen, weil... Kann ich hier runterspringen? Nee, weil ich dann ein bisschen was an Essen bekomme. Aber hier kann ich auch nicht runterspringen, ne? Aber ich konnte doch da auch nichts wegschieben. Moment. Hey, hier ist einmal Wasser im Weg. Aber ich kann das Ding auch nicht wegschieben, ne? Hä? Ist ein bisschen skurril, das Spiel. Kann ich rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht kriege ich später noch irgendwas, um irgendwie rüber zu schweben oder sowas. Weil wir haben ja noch einige Stellen gesehen, die so ein bisschen aussahen. Also die Inseln, die kleinen zum Beispiel,
Da hast du ja gesehen, dass wir irgendwie auch größere Distanzen später noch überbrücken werden können. Jetzt ist halt nur die Frage, den kann ich ja auch nicht verschieben. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Ich verstehe es gerade nicht. Was habe ich übersehen? Was habe ich denn übersehen, verdammte Axt? Scheiße. Irgendwas muss ich übersehen haben. Nur was? Was in dem Pixel-Chaos tatsächlich nahe liegt, wenn man Dinge übersieht. Weil jetzt bin ich ja wieder unten. Wait. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie ich da rankommen soll. Warte mal. Habe ich in den Optionen vielleicht... Tastenarten. Vielleicht irgendwas übersehen? Also, ich sehe auch keine Tastaturbelegung. Oder muss ich einfach nur oft genug draufschlagen? Aber ich krieg's auch nicht weggezogen, oder? Kann ich ziehen? Ich kann nicht ziehen. Vielleicht irgendeine Taste, die einfach auf dem Controller nicht belegt ist. Kann ich ziehen? Festhalten und ziehen? Nee, ich kann nur schieben. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Weil hier hatte ich jetzt den Eindruck, komme ich ja nicht nach oben oder komme ich hier noch nach oben? Kann ich hier nach oben kommen, ist die Frage. Kann ich nach oben kommen? Boah, wie habe ich den Bums denn jetzt erledigt gehabt? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Gefühlt, wenn du die einmal geschoben hast, kannst du die auch nicht mehr schieben. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier weitermachen sollen. Eine Ewigkeit später. Ja, Ladies and Gentlemen, es heißt doch so schön, du bist nicht du, wenn du müde bist oder wenn du hungrig bist oder wenn du nicht du bist. Und im Schnitt habe ich doch tatsächlich gesehen, wo vielleicht unser Problem liegen könnte, dass wir nicht weiterkommen. Und das werden wir jetzt einmal angehen, Ladies and Gentlemen. Ergo gab es jetzt einen ganz komischen Cut, weil ich ja immer noch dabei bin, zu suchen, was wir nicht finden. Und zwar, warte. Wir haben doch hier oben ein Schieberätsel, an dem ich ein wenig verzweifelt war. Und ich habe im Schnitt tatsächlich gesehen, dass es irgendwie an diesem Schieberätsel hängen muss. Deswegen gucken wir uns das jetzt nochmal an. Ob wir da dann an dieser Stelle jetzt weiterkommen. Vertraut mir. Also, wir kämpfen uns jetzt hier erstmal nochmal durch. Weil das konnte ich dann doch nicht so auf mir sitzen lassen. Aber manchmal bist du einfach zu müde und dann ist das so. Weil wenn wir nämlich oben sind, sehen wir hier an dem Weg rechts. Achso, ich muss nach unten, ne? Ja, pass auf, dann zeige ich euch, was ich meine. Wenn wir nämlich hier oben sind, sehen wir hier da nämlich genau eine Tür. Und... warte... Und ich glaube ja, dass wir da rein müssen. So. Und wenn ihr richtig im Kopf habt... Ich bin sogar wieder fasziniert, dass es mit der Spitzhacke von oben geht, was eigentlich gar nicht gehen sollte. Ist da unter nämlich das Schieberätsel, wo wir das letzte Mal ja ein wenig verzweifelt waren. Oder für euch gerade eben. Und deswegen gehe ich da jetzt nochmal hin. Es liegt ein wenig Spielzeit dazwischen, deswegen verzeiht mir, dass ich nicht sofort weiß, wo es ist. Ich weiß auch noch nicht, wo ich jetzt letztendlich den Cut gesetzt habe. Also müssen wir jetzt erstmal nach unten hier laufen. Prinzipiell brauchen wir jetzt gar nicht so viele Leute hier. Also...
Hier, an der Seite natürlich. Hier, genau. Hier. So, da haben wir das Schieberätsel. Weil ich hatte ja den Eindruck, dass ich irgendwie nicht nach oben gekommen bin. Also, pass auf. Wir probieren es nochmal auf ein neues. Aber ich finde es halt scheiße, dass ich das hier nicht irgendwie in eine andere Richtung verdreht bekomme. Weißt du, was ich meine? Warte mal, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal rein. Dieses Schieberätsel, ne? Das ist schon wieder oder beziehungsweise immer noch so warm. Also, ich würde tatsächlich hier an dem jetzt anfangen, weil so ein bisschen was habe ich mir notiert. Also, die Geschichte ging ja nicht. Und wenn wir hier jetzt anfangen, das so zu machen... Ah, falsch. Warte mal. Warte. Wenn wir jetzt das so machen, dass wir das... werden. Ja, pass auf, guck mal. Nee, auch nicht. Was müssen wir tun? Dieses Schieberätsel killt mich einfach, ne? Aber da genau liegt die Lösung verborgen. Ich bin nur einfach zu blöd, das zu sehen, weil ich es einfach nicht sehe in dem Fall. Und wenn man... Kann das funktionieren? Den kann man ja jetzt auch nicht weitermachen, ne? Oh, pass auf, aber den könnte man jetzt nach da machen. Warte. Wir haben den Weg! Boah! What the Geburt! Ich möchte da bitte nie wieder rein müssen. Mein Gott! Ja, also lag es offensichtlich an diesem Schieberätsel. Gut, dass wir das jetzt erledigt haben. Warum kriege ich den nicht kaputt? Okay, gucken wir uns ein wenig hier um. Ach so, weil ich die ja nicht kaputt kriege, die kriege ich ja nur geschoben. Aber ich kann hier in die Richtung nichts schieben, ne? Nee. Das heißt, der ist wirklich random im Weg rum. Okay. Ah, bei den Großen müssen wir auf jeden Fall mit der Spitzhacke ran. Wow! Das war auch fies, dass er das hier über die Ebenen kann. Mensch, geh weg! War echt. Lass das! Ich hasse das! Bodenlos, ne? Muss ich ja mal sagen. Bodenlos. Siehste, dabei brauchen sie nur eins mit der Spitzhacke oben drüber und dann funktioniert das. Dann geben die auf. Sehen ja aus wie irgendwelche mechanischen Teile. Also entweder es sollen irgendwelche Spinnen darstellen oder es sind irgendwelche mechanischen Teile, ne? Ich weiß noch nicht. Also, wir gucken mal. Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie lange die erste Folge insgesamt dann laufen oder sein wird, weil ich die Folgenzeit jetzt nicht im Kopf habe. Schauen wir einfach mal, wie ich das zusammenschneide. Ah, es sieht nach Lava aus, ne? Okay, ich könnte hier oben jetzt langlaufen. Ich guck mal, wo ich da rauskomme.
Ah ja, gut, dann bin ich hier, wo ich jetzt gerade eben schon war. Und es hat mir nichts gebracht. Okay, dann laufe ich jetzt hier unten lang. Ich könnte natürlich auch erstmal hier gucken. Aber den kriege ich nicht weggeschoben. Den muss ich von oben oder unten wegschieben. Okay, dann ist ja wohl klar, wie wir hier vorgehen müssen. Dann müssen wir hier oben lang, hier unten runter und den hier wegschieben. Den kannst du nur um eine Position schieben. Hä? Aber dann wäre jetzt auch die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ey, diese also in diesem Spiel, die Schieberätsel. Wer hat sich die denn ausgedacht, Mann? Das ist ja nicht mein Spiel, ne? Hä? Weil du kannst die auch nicht ziehen, das ist ja das Problem. Du kannst den Mist nicht ziehen. Theoretisch müsste ich da jetzt von der Seite dann auch kommen. Also von hier sieht es auch irgendwie falsch aus. Aber von wo soll ich denn da ankommen? Gibt es hier noch eine Option? Nee, da läufst du im Kreis. Ich brauche irgendwas, um die zu zerstören. Hä? Ich habe Fragen, Leute. Dann würde ich jetzt da links runter mal versuchen, weil wir haben ja zwei Wege, wo wir lang können. Probieren wir es mal. Also du kannst die Teile wirklich nur um eine einzelne Position schieben und siehst du, die sind dann auch nicht mehr aktiv. Du kannst sie dann auch nicht nochmal zurückschieben. Das ist richtig bodenlos. Das heißt, man müsste den ja jetzt quasi dann hier, damit ich hier lang komme. Aber was bringt mir das? Ah, und hier muss ich von der anderen Seite, aber respawnen die nicht? Nee, warte mal, so komme ich. Aber was... Ah, doch, das bringt mir das, dass ich den hier wegschieben kann. Und jetzt hier runter kann. Nur damit ich diesen langen Weg hier machen kann. Ernsthaft jetzt? Oh, ist doch nicht dein Ernst. Yay! Das alles nur für einen Schlüssel, ne? Alles nur für einen kleinen Schlüssel. Wir müssen wachsam sein, dass wir versteinerte Herzen sehen. Aber es sieht jetzt nicht danach aus. So, wir bekommen den Schlüssel. So, Steam-Errungenschaft war, du hast den Schlüssel des zweiten Dungeons gefunden. Wenigstens haben wir die kleine Abkürzung. Immerhin so gnädig ist das Spiel, dass du gar nicht diesen Weg zurück musst. Aber kannst du ja auch nicht. Die haben es ja als One-Way gemacht. Aber kann ich nicht zu dem hier jetzt hoch? Da war ich ja jetzt noch nicht, ne? Mann, gib Ruhe. Hallo. So, jetzt werden wir erstmal alles hier so ein bisschen umsäbeln, weil ich drei Herzen brauche. Die sich auch irgendwie gerade kaum auffüllen. Gefühlt. Ah, laufe ich jetzt mal nach links? Interessiert mich ja auch erstmal, ehe wir da nach oben können. Ah, okay. Dann sind wir da am Anfang. Alles klar, ich habe verstanden. Schnell sein, ehe der jetzt wieder auf uns zukommt. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Füllt also immer nur so ein ganz kleines Stück auf. Gut, dann laufen wir da jetzt nach oben. Der zweite Dungeon. Und das könnte jetzt der zweite Boss sein. Was ist das denn? Was bist du denn? Ich weiß noch nicht, was es ist. Ah, sieht aus wie Dino, Schlange, Echse. Also auf jeden Fall jemanden, wo wir uns erstmal freihacken müssen. Die Frage, Geschwindigkeit? Ja, ne? Schlange, ne? Einsammeln. Theoretisch eigentlich auch viel mit Ausweichen, ne? Weil es kommen ja keine neuen Steine nach.
dann fleißig draufkloppeln. Also es kommen erst dann Steine nach, wenn die Snakey ihren Ort verändert. Mann! Dann mit dem Schwert. Schwert hätte ich auch noch. Ah, Schwert, Schwert, Schwert. Okay, alles klar. Gut. Vielleicht schaffen wir den auch nicht gleich. Also mal gucken. Weil ich nur noch ein Herz habe. Das ist mein Problem. Ja, also wir machen es nochmal. Oh, dann muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Nee, warte mal, ich bin jetzt direkt am Anfang. Das heißt, ich sammle erstmal jetzt hier, nutze das, um Herzen einzusammeln. Ich bin aber auch bodenlos hier. Bodenlos im Weg. Ich kann die... Warte mal. Kann ich die noch ausweichen? Warte. Warte, warte, warte. Schieß nochmal. Ah! Ah! Das war jetzt eine sehr wertvolle Info. Wir können es zurückschleudern. Okay, das ist richtig gut zu wissen. Weil damit könnten wir vielleicht ein bisschen im Vorteil sein. Es ist schon wieder so warm, ne? Warum wurde das genau ausgerechnet heute schon wieder 30 Grad? So, wir sammeln jetzt erstmal ordentlich ein bisschen was ein. Siehst ja, wenn ich langsam genug irgendwie an die Sachen rangehe, dann funktioniert es ja auch. Ah, jetzt weiß ich, was mein... Warte mal, ich gehe kurz in die Option. Ich bin ja auf dem Xbox. Aha, so. Haha. Schon die ganze Zeit gewundert. Okay, also wir haben nicht komplett volle Herzen, das ist aber völlig in Ordnung. Ah, siehst du, da reicht nämlich auch nur einmal dann. Mega. Mega, mega, mega. Okay, ah, ich bin eingekesselt. Also man macht es entweder, man macht es schnell. Pass auf, warte. Das sieht auch viel besser aus. Ah, sehr gut. So, jetzt dürfen nicht wieder Steine auf mich rauffallen. Tun sie aber. Die Kleinen sind halt echt arschig, ne? Die Kleinen sind mega nervig. Ich hole mir erstmal ein bisschen was zu essen. Die andere dort ist ja eingesperrt. Das ist okay. Haha! Geil. Oh, oh. Ich glaube, jetzt geht's ganz schnell. Jetzt sind hier erstens ganz viele. Bleibt mal beim Schwert. Läuft das nach Zeit? Ich muss ein bisschen auf meine Herzen jetzt aufpassen. Komme ich hier schon durch? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja. Die Töne. Geil. Wir haben damit ein neues Item freigespielt. Und zwar, was ist das? Ist das ein Enterhaken? Ist es ein Enterhaken? Ah, dann kommen wir da oben drüber. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Okay. Wo habe ich den jetzt? B. Ah, guck mal. Ja, geil. Kann ich den hier vielleicht auch mit den Steinen schon einsetzen? Ja, weil ich fall doch da in die Lava.
Du hast deinen Enterhaken gefunden. Ah, guck mal. Okay, geil. Aber... Ah, so weit geht das. Mega. Okay, Ladies und Gentlemen, damit kommen wir natürlich definitiv weiter. Und wie es in Castaway weitergeht, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start seid und wünsche euch bis dahin einen zauberhaften Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei.